So, hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Leagur of Legend mit der Schmürgler. Aha. Der dünne. So, first of all, an Zoe. Nein, nur daneben nicht. Ich weiß das jetzt gar nicht. Der neue Urgut ist aber auch noch relativ tanky, ne? Meine ich. Weil, wenn man ihn drauf spielt wahrscheinlich, aber meine, man spielt ihn zumindest noch semi-tanky. Bei Urgot normalerweise nicht für seine... The fuck? Da hat jemand was gegen tanky Support. Bei Urgot nicht derjenige ist, der unbedingt dafür bekannt ist, meiste Reichweite zu haben. Vielleicht treffe ich heute ja etwas besser. Ich hoffe. Raven und ELB. Ja gut, ich würde jetzt kein Kopmar mehr spielen, muss ich sagen. Selbst bei Velkost nicht sicher, ob der gut gegen der verfickte LB ist. Besser. Würde ich jetzt mal behaupten. Leider weiß ich nicht, welchen Supporter sie nehmen wollen. Könnte Swash werden. Ich bestimme, was die Flut bringen wird. Oder ein Alistar. Also tanky sind die auf jeden Fall. What the fuck? Das ist eigentlich umso besser für unseren Typi. Entschlossenheit hatte die Name aus dem letzten Spiel drin, oder? Das ist nicht das Problem, wir haben einen Kog'Maw. Wir müssen nur dafür sorgen, dass dieser Kog'Maw im Überleben bleibt. Das heißt, wir müssen die LeBlanc am besten rausholen. Und den Draven, so schnell wie möglich. Weil die könnten beide den Kog'Maw auf Dauer leicht kaputt hauen. Danach müssen wir eigentlich nur noch vor dem Kog'Maw stehen bleiben, sodass die anderen nicht drankommen. Achso, ja. Kann er mal eben gucken, Live Game. So, wie sieht's aus? Punktemäßig sogar relativ gleich diesmal. 40 Punkte Unterschied oder 39 Punkte Unterschied für die Gegner. Also die Gegner sind mehrmäßig etwas höher. Alter Scheiße, das gefällt mir gar nicht. Drei von denen haben über 60% Winrate. Gar nicht. Think in my plank. Aha. Und die haben schon wieder einen Platin-Spieler. Also momentan. Aber auch ein Gold 4-Spieler. Momentan scheine ich so in der oberen 3 Gold. Dem oberen 3 Gold-Elo-Bereich rumzugurken. Ich habe die ganze Zeit Platin 5 bis Platin 3. Genau, Platin 5 bis Platin 3. Nein, Platin 5 bis Gold 3 Spieler bei mir. Nein, so war das nicht gemeint, du Kackdingen. Minimier dich. Okay. So, warte, er sagte, er startet top.
Ich decke trotzdem mal hier ab. Ach stimmt, wir wollten die Sprache ändern. Auch noch machen. Ich wollte mal wieder auf Japanisch wechseln. Raven hat Kleptomanie. Hi. Die Fähigkeit hat mich eh kein Mana gekostet. Hast du den jetzt echt angegriffen? Der startet doch top. Ja, das war's dann mit dem Level 3. Genau, Ward. Was hat er? Okay, er fängt klassisch an. Die kriegen vor uns Level 2. Wow. Okay, ich muss flashen. Kein Problem. Dafür kann mein Kopma jetzt noch weiterfarmen. No problem for this bullshit. Wenn er meint, es so zu machen, dann meint er es so zu machen. Ist ein Vorteil für mein Kopma. Weil er verpasst jetzt Farm. Und nach 9 Minions dürfte er halt immer noch nicht so viel durch deine Passive bekommen haben. Wait. Tschüss. Tschüss. Okay. Guck mal, wird gefeedet, genauso wie sie es gehört. Guck mal, wird gefeedet, genauso wie sie es gehört. 3 Kills bereits. Das ist alles nur, weil der dumme Draven meinte, mich zu Tower diven. Warum auch immer? Dieser Hass manchmal, das ist unglaublich. Also, es ist echt unglaublich. Dieser Hass, den es manchmal in diesem Spiel gibt, weißt du? Ich werde weggeprügelt, flashe weg und er flasht mir noch in den Tower hinterher, nur damit er den Kill noch machen kann. Ich hab kein Wort. So. Leider haben die jetzt einen Kill gemacht.
Ja, du müsstest erstmal aufhören rumzuheulen. Das Problem ist, Ramos ist auch noch gefährlich, wenn er drankommt. Er macht gut Schaden und vor allem der Taunt, wenn er sich nicht auf den Draven konzentrieren kann, kann uns leicht raushauen. Okay. Das Ding ist halt auch kacke gesetzt. Hier ist viel besser in dieser Ecke. Ja, sie kommt zurück. Und wir kriegen gerade richtig auf die Schnauze. Immerhin gewinnt er das 1-on-1 gegen ihn. Oder Dings nimmt nicht mal mein Dings, mein Wort mit. Dann nimmt mich doch sein Wort mit. Und zwar beide. Das hast du gut bemerkt. Okay. Er deckt also nicht seine Lane ab, er... Also zumindest nicht die Büsche der Lane, sondern wirklich, mein Gott, die Eingänge der Lane, sondern wirklich so eine Scheiße. Schade, es wäre schöner gewesen, den Draven zu erwischen. Aber dieser Hass gegen mich ist wieder so unglaublich. Leider habe ich erst jetzt meine Ulti. Okay, tschüss. Und bumm. Sowohl die Minion Wave noch bekommen und den Kill. Natürlich, er muss ja auch irgendwie gegen dich ankommen jetzt. Kleines Arschloch, du, ey. Ja, roll weg. Wow. Das ist doch unglaublich. Ich glaube, ich muss mir die Magie-Resi-Boots holen, allein damit der CC nicht mehr so lange anhält. Dieser Taunt. Hier ist halt immer noch dieser scheiß Dingswort drin, ey. What the fuck?
Warum hast du sie nicht geultet? Hä? Scheiß Arsch auch noch mit Raven. Ramos von hinten mal wieder. What the fuck macht denn so viel Schaden da plötzlich, Alter? Das kann doch echt nicht sein. Dass er uns beide, obwohl sie im Endeffekt genockt habt, sind so hardcore wegburnt, ey. Ja, die sind mittlerweile sogar in Führung. Unglaublich. Aber bis jetzt ist er auch nur wirklich die Bottom von uns. Er hat TP dabei. Er wechselt, okay. Yeah. Alter! Biatches, ey! So, endlich aufhören mit dem Versuch, mich ficken zu wollen, ey. I love you and me. Du hast doch gerade nicht zu der Dreifachtötung beigetragen. Es wird trotzdem unglaublich schwierig, den Typen nachher zu beschützen. Den guck mal. Oh, warte. Hier gerade, er macht mein Wort kaputt. Dann kann ich auch gleich am besten neue mitnehmen. Der greetet halt wieder hart, ey.
Okay, danke. Die Bottom wird leider fallen. Sehr schön. Die Bottom lebt noch? What the fuck? Hat die das denn geschafft? Mit der Minion-Armee, die da gerade drauf zugestimmt ist, hätte ich das nicht gedacht. Ja, da sehen sie es, ne? Das ist blöd. Slow, slow. Easy. Einfach die Welle. Wir haben den Dings bekommen, oder? Ja, den haben wir auch bekommen. Sehr schön. Den Herald. 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 So, mal den. Ich bin... Ich weiß nicht, ich spiele mittlerweile so viele Spiele, wo ich nicht wirklich quatschen kann, weil ich einfach so unglaublich konzentriert bin. Es tut mir echt leid, aber... LOL, Darwin Project und sowas. Es sind alles so Spiele, wo ich mir denke... Auch bei zum Beispiel Rabbids, da bin ich halt an den Punkten... wo wir dann strategisch wirklich überlegen müssen, wie wir jetzt laufen und angreifen. Halt, what the fuck? Ich glaube, der schafft das auch ohne. Ich. Helfe ich der Top. Urgot ist ja an sich auch recht gut dabei, so ist es ja nett. Einfach einsaugen und kastrieren, so gehört sich's. Ihr wollt? Report Botlane. Ah ja. Ja, ich bin ja auf dem Weg. Erstmal auf Nummer sicher gehen. Dann Baron machen. Also erstmal dafür sorgen, dass die, selbst wenn sie kommen sollten, gesehen werden. Das sind ein bisschen viele, Kog. Koggi!
Aua. Oh, okay. Nein, nicht die auch noch. Ja, lol. Los. Nein, schade. Er hatte gerade, als die Kette kam, so einen scheiß Voigtling beschworen. Scheiße, ich hätte ihn heilen können. Ich Vollidiot. Ich hätte uns alle heilen können. Verdammte Scheiße. Ich hab's verplant. Mist. Verdammter. Ja, der Ramos war wieder blöd für dich. Er ging halt voll drauf. Aber ich muss auf jeden Fall den hier noch machen. Für Koggi. Für meinen kleinen, guten Koggi. Mein Kog muss schneller werden. Neue Motto 2018. Oh, sehr schön, er hat GA. Jahu, Michael. 3 Stück habe ich schon. Kleiner Wichser, du. Zum Glück macht das nicht so viel Schaden gegen Super Van, würde ich schon sagen. Gegen was sein mit Baron Buff. Der Smite. Leute! Ich möchte nicht, dass sie meinen Koggi sehen. Mein Koggi soll im Geheimen wandern. Geh mir nicht auf den Sack. Gibt keinen Grund, mir gegenüber wieder aggressiv zu werden. Das hat euch den Bot dem Lucia eingebracht. Fuck, ist Fullbild? Noch nicht wirklich. Alter. Einfach hier wegmachen. Schade, wäre fast wieder mein Kill gewesen. Report Show for Feeding Kogma. Und da haben sie es verwendet. Das passiert halt, wenn man den Supporter zu sehr hinterher gweedet. What the fuck? Diese erste Aktion von ihnen oder so. Plus den ersten Gang von Xin Zhao. Haben uns einen extremen Vorteil auf der Bottom verschafft. Und das, obwohl dann der Ramos da unten am Campen war. Er hat sich auch ein bisschen die falschen Items gekauft.
um wirklich gegen Kog'Maw vorzugehen. Die Aussage ist auch gut. Because I can do something when Kog one-shots me with four auto-attacks. Das ist dann kein One-Shot, das ist ein Vier-Schuss. Wenn er vier Attacken braucht, um dich zu töten, ist das kein One-Shot. Wer hat denn das eigentlich gesagt? Die LeBlanc. Ey, so geil. Ich kann nichts tun, wenn er mich One-Shottet mit vier Auto-Attacks. What the heck? I was the five. Wer labert die Scheiße? Was Platin? Ah ne. Recycled Sobo. Du warst Gold, Junge, du warst Gold. Der Typ labert auch noch. Ne, Moment, der ist. Warte mal eben. Aber hier steht Season 7 Gold. Er hat auch einen Goldrahmen. Er war Gold, er war nicht Platin. Diamond, wie er gesagt hat. Er ist Gold gewesen. Also ich meine, wir können ja mal. Wer labert hier diese Scheiße? Da er. Profilanzeigen. Ja, Gold. Er hat auch das Gold-Badge. Höchster Rang der letzten Season. Gold. Also labert so eine Scheiße, Alter. Aber gut, er wäre theoretisch gut vor Platin momentan. Ich meine, er war ja auch nicht schlecht. Obwohl, wenn er. Also wenn ich das hier richtig sehe, kommt er immer das gleiche. Er ist sehr eingefahren aufs. Oder fast immer das gleiche. Er ist sehr eingefahren auf ein bestimmtes Bild. Denn gegen den Kog empfiehlt sich schon gefrorenes Herz beispielsweise. Der Kog darf dich nicht schnell attacken, weil er macht ja potenziell Leben. Schaden zum Leben. Wäre es zumindest besser gewesen. Hatten wir dann. Ja gut, wir hatten noch einen Urgott. Also ich sag nicht, dass Sawmill nicht auch gut ist, vor allem auf den Ramos, aber gegen den Kog würde ich nicht unbedingt so anfangen. Vor allem, wenn der Kog so hart gefeedet ist. Und danach ging er auf MR. Also er schien echt viel Respekt vor Malzahar danach zu haben. Aber gut, da sollen die sich da gegenseitig reporten, das ist deren Sache. Ich danke fürs Zusehen, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.